but it's problematic in terms of climate. Problematic in terms if part of the city is industrial, such as is Milan, as well as here in Turin, where we are based. And one of the strategies, I would say it's almost common strategies of northern Italian cities, of course, is to go more green. And one of the ways that Milan tries to do it is to create this sort of different branches that are all radiating from the center of Milan and connecting I would say almost like the outskirt green areas. And Porta Romana is, as where I'm indicating now, is of course one of the branches of this this green network. And of course, this is also a very good, in some ways, a brief for us to approach the site and the competition. One of the things that was given by the competition brief is to, of course, follow the green agenda, and even to be more specific about it, to have more than 50% of the site developed as green and leave less than 50% to the, let's say, to the constructed area. If you look at, looking at the plan here, of course, you can see that we have a central part that looks like a center park, but we have also other green areas that are somehow interlinking the whole of the site. Just to mention also what scale we are talking about, the north, of course, is towards up at the page, from towards east to west, it's a bit longer than 1 kilometer, and a north-south direction varies depending where we are, but let's say in the park position is roughly 250 meters. So it's huge. It will be also very, very important a note for the neighborhood, existing neighborhood that is there now, regarding those maybe who have visited Milan or know a little bit of Milan. We are just next to Fondazione Prada. So it will be that it's the empty sites that you have to walk along when going to visit Fondazione Prada. But we are also very strategically positioned in terms of urban infrastructure. As an ex-railway, of course, we have the rail, existing railway that will remain at the site. We will have a railway station as well as the metro station. So when we're looking from the mobility point of view, it seems like as the site is great, but that's not really true because it's at the moment the way it is, it's completely isolated. One of the things that we were as a first strategy when we approached the site was to find the ways to stitch together the fragmented public realm. So that mainly the north and the south, and not doing it for necessarily for cars, but thinking more of a pedestrian and bike connections. What are the main axes that already exist in the area? What are the needs of the citizens in the neighborhood? Where they want to go, where they want to connect? Following from that stitching together the site, we started to look into them, how the different typologies of greenery that we need to have on the site, because when we are talking about 1 kilometer long, 250 meters north-south, and more than 50% of the green, I mean, we all say that we just don't want the same park. We would like to have different experiences. And also because we have different programs that happening throughout the site. So these are the characterizing elements we identified, starting from one, which is just kind of a wetland area, and two, of course, the last park, the north-south connections, elevated forest, and a network of public realms. I will explain very briefly what we are trying to do with these green elements, because I think this is gives kind of the idea, how do we address the Milan's need of being sustainable, at least from the environment point of view. So first of all, all these different
parts of the greenery, the typologies of greenery, for us meant a slightly different biodiversity. And we wanted to create also, of course, resiliency, and we wanted to create areas also for the citizens for well-being. We also allowing, of course, connectivity, and whether it's on foot or through bikes, and places for workers, for families, for students. The first challenge for us was the existing railway, because even though the railway will be slightly changed, let's say the way that it is now, it remains there. And that creates quite a barrier for the site, because it cuts the site in half. It has its own limits. So one way to think about it was that, what if the railway is not the negative zone, but almost like drives some positivity to it. Two areas that are running along the railway, we imagine as a new areas of woodland and wetlands. And while designing them, they were imagined as areas that are for the nature, where humans are our guests, and we are trying to, of course, not only have a variety of trees and shrubs and other greenery, but also invite back in different parts of animals and birds. This is where the really first images of how do we imagine it. You can see that it has some pedestrian connections. You can view the nature, but you cannot access it from all the points of view. I have to say that as working on the master plan, of course, it's a long process. These images are from the public hearing done in April. Of course, we are in November now, and they have been developed further, but I would say that even when detailing it throughout the months, the main concepts haven't changed. We are still going for nature, for birds, and still wondering how much water we can actually bring into the nature or back into the city. The second challenge, which kind of is related to that, is the same railway. Because railways, even though they can be more sustainable than some other parts of transport, they produce a lot of noise, and of course the visual impact is not great. So working together with Elizabeth Diller's team from New York, one of the ideas was, what if we don't erase the railway, but we highlight it and we put people to walk above it. So we covered all of the railway with a kind of an elevated forest. That is fully pedestrian and linking all the site throughout 1 kilometer. And these are just few of the early renders we had done, just to convey what it would look like when you're along the path, or when you're viewing it from a distance, because of course it has its beginning and has its end, and it needs to somehow plug into the urban network of other public places. The central part, which one might say is the key image of the master plan, because first of all, it separates the site in two. It's at the center. Unfortunately, the location was given to us as a constraint. I mean, I say unfortunately, maybe it's also for our benefit, I don't know. It is the only place where the railway could actually go underground, and we can allow the connectivity over the railway with the park. It came as a positive thing. It came also some sort of almost like a sticky place, because at the moment, I would say that all the different activities, well, doesn't matter which side of the site they are all linking back to the central park. So in some ways, yes, bad that it's cutting the site in two, but then again, maybe it's good because it creates this different vibrance around its edges. And some of the images, you can see it's not a very decorative block. It's quite left natural for different uses of the site. Talking about the uses,
We wanted to focus with this project not only to the sustainability in terms of environment, but also social sustainability. Of course, working with the 15 minutes Milan, so 15 minutes mixed use district, trying to indicate and find different users and different activities throughout the site in different days and, of course, in different seasons as well. We defined a series of public plazas and that create almost like an inner network, and they are the gathering places of the people. That's something said is great. However, when we're talking about Milan, it might not be that great. As I said, Milan is landlocked, and if we're talking about the climate change, and Milan has its peaks of raising the temperatures, and the peaks are very large in the sense that we can see a difference of up to 6 degrees between an area in central Milan and the outskirts of Milan. So working with the public spaces and working with the users, we of course had to do also environmental analysis on how does our massing improve the environment? What are the other needs that we need to implement on a site that is it's long, it's large, it's, I would say, relatively low. We have a colleague who is actually working on improving the outdoor microclimate, and we have been working together to understand better what are the different strategies to solve the issue. And we're not talking only about shadow, we're talking about the perceived perceived conditions. We're talking about the ventilation. We're talking about also where can we activate the site and what does it make sense to activate. These are a few of the images, again, of these public spaces that we found that we should be activating and when possible, using artificial systems to improve the outdoor climate. Sometimes it's not possible, and we need to implement a different strategies such as canopies or other responsive systems. As you can see, what keeps repeating on the images is the typology of the green. You're going from a green that it's more, I would say, urban. It stays on a distance to a green that comes very, very close to the people, to almost to a well-being green, so being able to use the site also for the well-being of the citizens and from the neighborhood. Talking about the sustainability, why I mentioned before that for us sustainability is not only environmental, actually not even just social, but it has to do also the way that we design and the way that we construct and the way that we maintain at the site. We've been proposing a kind of a digital way of dealing with it, something that is not just an active, it's just not a sensor, but something also that is proactive. So it senses and it responds, it changes something on the site. And when we are on a master plan scale, so we haven't designed the buildings in detail yet, but we have written some guidelines of how we imagine that the buildings in the future should be designed, which type of infrastructure should be included, how they should be monitored, and furthermore, how they could be adaptable for other uses in the future. In terms of sustainability, of course, we are not talking just about reducing, but we are really thinking of how to get closer to zero emission, using different strategies for that, both ecological and human systems. Bringing up on that, I said that we are on a master plan scale, but even then, we are thinking, how can we decarbonize that? What are the types of construction methods which will be used in the master planning phase? Whether they are modular, whether they are prefabricated, whether they are constructed on that site, and what is the benefit of each of that? These are the very initial schemes of
how we imagine that everything links together. You can see that this master plan, it's not just, of course, the greenery and the built and the infrastructure, but we are looking at different systems in different layers and trying to understand how they all work together. And of course, not only that they work together, but how they grow together. We are now in 2021. We won the competition. We're working on the preliminary master plan at the moment. You can see that actually, looking at the outer faces, we are not on the construction yet. But I think it's good to with such a long project, also imagine how would you build in or design in flexibility, because even though our first deadline would be, of course, at 2026 Winter Olympics, part of the projects will be constructed after that. And we don't necessarily know them, the exact demands that might happen then. So one of the key things maybe to integrate, especially in terms of massing and also the kind of configuration of the buildings and the distribution of a certain function system, flexibility to change over time. Something that is being planned now as an office has to be adaptable to become something else, a different type of office. So not maybe the grade A that is required now, but come something more a co-working space or perhaps a completely different amenity or service usage. Talking about let's say almost like the digital twin aspect of the site, as I mentioned, we are imagining that this all this framework, so all the environmental sustainability, social sustainability, together with the data, and they are not something that is a plug-in when the buildings are built. They are being used from a day one. So starting from a planning point of view, understanding through different simulations what are the requirements, but also asking feedback from the citizens, because in such a large scale project, the feedback from even from the local community is one of the key drivers. And moving on with the construction, so how to monitor such a huge site that it's also perhaps engaging, and what would be then the requirements on that, and how to maintain the different programs using the same tools or similar tools. These are just again an imagined areas of the site. We are in one of the elevated plazas, possibly overlooking commercial front with offices, and the same being inside the offices, overlooking the whole green area. As you can see, the spaces, the way that they're imagined, they are. They are open, they are flexible, they are sort of almost saying like targeting younger markets. Not saying necessarily this is a startup zone, but this should be a space for everyone. I will conclude with just this a large image, just to kind of maybe leave it for an inspiration and also kind of to conclude of the complexity of one of the master plans in terms of geographic location, in terms of climate change, in terms of the, I would say, the city brief and the client brief and all the different users that are embedded in here. Thank you so much, Monika, for your presentation. We'll have a round of applause. And I would like to ask you to stay online. I will now switch to another position and ask all the people that are part of my Thank you.
Now it's better. Can you still hear me? Yes. Yes, good. We're supposed to have another person. Ah, yeah, here he is. Heinrich Schuller. Ah, yeah. Monika, could you close your presentation, please? Thanks. Okay, so I think this is better now. This discussion will be in German. I will partly translate things for Monika in English, maybe also in the chat while we're talking, and it's okay with her. Yes, I have some very, very basic knowledge of German, so some parts I might be able to follow. Okay, very good. Even better. Heinrich? Ja, Monika, da. Okay, perfekt, sehr gut. Alle da. Hat funktioniert. Entschuldigen Sie das Rumgefiddle. Also zu unserer Diskussion. German, I will partly say something to Monika in English, maybe also in the chat. Okay, there's some kind of feedback. And it's okay with her. Yes, I have some very, very basic knowledge of German. Some parts I might be able to follow. Okay, very good. I think maybe... Ja, ich bin da. Could please everybody switch off their audio in while I'm talking? Okay, probieren wir es noch einmal. Also wie gesagt, es sind hier drei weitere Teilnehmer an der Podiumsdiskussion dabei. Die werde ich jetzt kurz vorstellen und ich habe dann auch eine Einstiegsfrage für diese drei Personen, damit sie sich quasi selber im Kontext des Themas vorstellen können. Ich mache das alphabetisch und beginne mit Susanne Formanek. Herzlichen Dank für die Teilnahme. Susanne Formanek studierte an der Universität für Bodenkultur im Bereich Forst- und Holzwirtschaft. Sie ist Geschäftsführerin des Innovationslabors Grünstadt Grau, das übrigens auch ein IBA-Kandidat ist. Sie ist auch Initiatorin von vielen Projekten im Green Building-Bereich und seit 2017 Präsidentin des Österreichischen Instituts für Baubiologie und Ökologie. Dabei handelt es sich um einen unabhängigen, gemeinnützigen, wissenschaftlichen Verein, der die Wechselwirkung zwischen Mensch, Bauwerk und Umwelt erforscht. Grünstadt Grau forciert Bauwerksbegrünungen als Gebäudeoptimierung und es ist im Grunde genommen das Kompetenzzentrum für Gebäudebegrünung und steht zu 100% im Eigentum des Verbands für Bauwerkbegrünung und wird vom Klimaschutzministerium gefördert. Herzlich willkommen. Oliver Gerner hier neben mir ist Partner bei Gerner Gerner Plus, dieses Architekturbüro, das in Wien sehr bekannt ist und 1997 von Gerda und Andreas Gerner gegründet wurde und heute 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ungefähr beschäftigt. Zur Person Oliver Gerner. Er absolvierte das Architekturstudium an der TU Wien, verbrachte Studien- und Arbeitsaufenthalte in Dänemark, Japan, Russland und den USA, bevor er 2010 zuerst als Mitarbeiter und 2018 als Partner bei Gerner und Gerner Plus eingestiegen ist. Er ist heute hier als federführender Architekt des Projekts Stadtregal im Village im dritten Wiener Gemeindebezirk, wo die Ansprüche einer klimaresilienten Quartiersentwicklung sehr stark wesentliche Aspekte des Wettbewerbes waren. Und last but not least, Heinrich Schuller online ist Eigentümer von Athos Architekten in Wien, Generalplaner für nachhaltiges Bauen und Sanieren. Seit den 80er Jahren aktiv, was Umweltschutz und Bauen betrifft, Mitglied von Innovative Gebäude Österreich und klimaaktiv Kompetenzpartner, zertifizierter Passivhausplaner, Veranstalter der Baurettungsgasse, einem klimafreundlichen Stand auf der Bauen und Wohnen, kurz gesagt. Und er ist aber heute da als Mitbegründer von Architects for Future Austria. Und in dieser Rolle ist er heute Teil dieser Podiumsdiskussion, aber natürlich auch als Architekt generell.
Wie gesagt, habe ich für unsere Neuzugänge jeweils eine Einstiegsfrage und ich würde wieder mit der Susanne Formanek beginnen. Was sind die wichtigsten Meilensteine, die Sie mit Grünstadt Grau als Kompetenzstelle für Bauwerksbegrünung für die Etablierung und die Akzeptanz von Bauwerksbegrünung in Wien oder in Österreich setzen oder erreichen konnten? Wie viel Zeit habe ich? Ich muss immer so streng sein mit der Zeit, nicht viel. Dann müsst ihr mir sagen. Ja, grundsätzlich muss man dazu sagen, das Innovationslabor basiert auf der Open Innovation Strategie und das besagt ja, dass wir neue Wege und das, wo wir uns gerade befinden, verlangt unbedingt nach neuen Wegen. Dass wir hier unübliche Akteure und basiert darauf, dass wir mit der Forschung, mit der Wissenschaft, also mit der Forschung, mit der Wirtschaft, mit der öffentlichen Hand, mit der Politik und mit der Bevölkerung ganz eng zusammenarbeiten und so schauen auch alle unsere Projekte aus. Und in den letzten 4 Jahren, wir sind jetzt 4 Jahre alt, haben wir an die 90 Projekte begleitet. Die Demonstrationsprojekte, die man hier in den Medien sieht, das sind nur ein kleiner Teil. Das andere sind auch Grundlagenforschung bis in die Digitalisierung hinein. Und ja, und auf was wir besonders stolz sind, also es war am Anfang 2016 für uns, wie wir das Konzept im Ministerium vorgelegt haben, war es eigentlich unser Wunsch, dass wir gesagt haben, wir wollen demonstrieren, was es bringt. Wir befinden uns im Gebäudebereich. Also das, was wir jetzt alles vorher gehört haben, das ist natürlich Grün- und Freiflächenbereich, aber wir haben hier eine Konkurrenz. Das Gebäude, die Gebäudehülle, die steht nicht nur uns zur Verfügung, aber sämtliche Arten von Begrünungen haben einen enormen Einfluss auf das Gebäude und gerade die Gebäude machen 40% des Energieverbrauchs aus in der EU. Das heißt, wir müssen zuerst einmal unsere Energie reduzieren, bevor wir erneuerbare Energie dazugeben. Und dieses Reduzieren, das sind die passiven Strategien und dazu wirkt Bauwerksbegrünung. Und eine der vielen Maßnahmen, die wir hier umgesetzt haben, ist zum Beispiel unser Greening Check. Wir haben gesehen, dass die Fragen zum Bereich Begrünung und mindestens 50% der Menschen in Österreich wissen gar nicht, was Bauwerksbegrünung bedeutet. Es gehört die Fassadenbegrünung dazu, die Dachbegrünung, die Innenraumbegrünung, Urban Farming gehört dazu, Vertical Farming gehört dazu. Und eine von den Maßnahmen war, eine der ersten ist, dass wir einen Greening Check etabliert haben. Das ist ein online 16-Schritte-Tool, wo sich jeder und jede durchklicken kann und sich die finanzielle und die technische Machbarkeit einmal anschauen kann. Unser Hintergedanke war aber, dass man so viel wie möglich lernt, wie man eigentlich an das Thema herangeht. Daneben unsere Norm, aber ich glaube, da kommen wir dann eh noch dazu, und unser Green Market Report, das ist der erste Marktreport, der hier besagt, erstens einmal, wie groß ist dieser Markt, wie reiht er sich in der Wertschöpfungskette Bauen und Immobilien ein, und auf der anderen Seite, wie können wir, wenn wir hier die zum Beispiel mehr Dachbegrünungen hier forcieren, wie viele Arbeitsplätze können wir schaffen? 33.000, wenn wir allein nur jedes zweite Flachdach im Neubau begrünen könnten. Das ist nicht sehr viel, weil ja nicht jedes Haus als Flachdach im Neubau ausgebaut wird. Dankeschön. Sehr konzise. Als nächstes Oliver Gerner. Das Village im Dritten ist ein Stadtentwicklungsprojekt in Wien. Das jetzt eben mit das Village im Dritten ist eigentlich die zweite Phase vom Eurogate-Quartier. Und wie gesagt, war klimaresiliente Quartiersentwicklung sehr wichtig im Wettbewerb. Was war für Sie, was waren da die wichtigsten Entwurfsentscheidungen, die in diesem Zusammenhang gefallen sind? Ja, wir haben uns das Thema natürlich erst einmal erarbeiten müssen. Wir haben aber von vornherein gesagt, dass wir dem Ganzen auf unterschiedlichen Ebenen begegnen wollen. Einerseits haben wir uns mal angeschaut, gemeinsam mit Haustechnik und Co., was ist überhaupt möglich? Welche Lösungsvorschläge gibt es, welche technischen Lösungsvorschläge gibt es. Also es muss man auch dazu sagen, nicht alles kommt da von uns, sondern sehr viel ist da schon aus der Quartiersentwicklung, eigentlich aus dem Städtebau hervorgegangen. Also so etwas, dass wir mit Geothermie arbeiten, das war eigentlich eine Vorgabe vom Wettbewerb. Auf dem aufbauend haben wir dann aber gesagt, was kann man da noch weitermachen? Also es gibt technische Innovationen, es gibt natürlich auch städtebauliche Ansätze. Hier musste man aber auch sagen, wir hatten ein enges Korsett. Trotzdem haben wir uns für Maßnahmen entschieden und da muss man natürlich auch immer sagen, das war ein Bauträgerwettbewerb, hier auch ein Riesendank an den Bauträger, mit dem wir das gemeinsam gemacht haben, weil wir auf komplette Westwohnungen verzichtet haben, weil erstens mal ist eine laute Straße dort, es war auch ein Zug davor und deswegen haben wir gesagt,
wir quasi haben auf eine Betonwüste rausgeschaut und haben gesagt, naja, die Westzone, diese aggressive Westzone, die wollen wir eigentlich unseren zukünftigen Mietern hier gar nicht antun. Dementsprechend haben wir eigentlich alle Wohnungen so weit wie möglich durchgesteckt, zweiseitig, also dass man wirklich hier mit natürlicher Belüftung arbeiten kann, beziehungsweise einfach wirklich in einen grünen Innenhof. Das war eine der Maßnahmen. Dann haben wir natürlich sehr viel über Materialität nachgedacht. Wir haben gesagt, dort, wo es möglich ist, und da ist natürlich auch das Brandschutzthema in Wien immer ein sehr heikles, aber dort, wo es möglich ist, wollen wir hier wirklich auf Holz beziehungsweise Holzhybridbau gehen, sodass wir eigentlich das Holz in die Stadt bringen, sichtbar machen auch, aber trotzdem auch die bauphysikalischen positiven Eigenschaften des Betons, einfach Trägheit und Speichermasse, auch positiv ausnutzen. Und dann haben wir aber auch gesagt, es muss auch noch eine komplett übergeordnete Ebene geben. Das wäre so, wir haben sie genannt, die Kommunikationsebene nach außen. Wir haben einfach gesagt, es ist schön, wenn wir hier spannende Ansätze bringen, wir müssen das Ganze aber nur sichtbar machen, weil tu Gutes und red drüber, so ein bisschen der Ansatz auch war des Bauträgers, und deswegen haben wir gesagt, die ganzen begrünten Dächer, und wir haben auch das Thema Urban Farming dort gehabt, also müssen wirklich handeln dahin, und deswegen haben wir auch eine bewirtschaftete Dachterrasse, wo dann Hühner raufkommen, und das ist halt auch ein Punkt gewesen, der ja sehr gut dann auch PR-technisch angekommen ist. Deswegen ist auch viel über das Projekt geschrieben worden, was natürlich auch dann insofern sehr spannend ist, weil wir auf dieser Ebene natürlich dann auch mit anderen Themen dann auch rüberkommen können und mit anderen Themen eigentlich, die dann in den Mittelpunkt stellen können. Bis hin zu einer Urinseparierungsanlage, die in dem gesamten Komplex dann ist, weil man weiß gar nicht, wie viel Energie eigentlich aufgewendet wird, um Urin zu separieren aus dem Wasser, weil das muss scheinbar separiert werden. Dementsprechend haben wir hier auch Urinseparierungsanlagen, die dann wiederum im Keller zu Flüssigdünger dann verarbeitet wird. Also sehr spannende Ansätze, und ich muss auch sagen, da ist Wien Gott sei Dank auch ein teilweise auch ein Labor, wo man solche Dinge auch in Bauträgerwettbewerben, wenn der Bauträger mitmacht, auch anschauen kann, und deswegen sehe ich hier eigentlich eine ziemliche Aufwärtsspirale, was Innovation betrifft. Jetzt zu unserem dritten zusätzlichen Teilnehmer, Heinrich Schuller. Architecture for Future gehört ja lose zu Fridays for Future dazu, also hat sich daraus entwickelt, und Fridays for Future ist ja bekannt für die sehr kompromisslose, im positiven Sinn, Sicht auf die Notwendigkeit des Agierens in Sachen Klima. Könnten Sie uns einen kurzen Überblick über die Forderungen geben, die Architects for Future Österreich formuliert hat? Und an wen richten sich diese Forderungen? Ja, kann ich natürlich gerne machen. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass das Vorrecht der Jugend es ist, ungeduldig zu sein. Habe aber heute gelernt auf der Tagung, dass auch die Kollegen meiner Generation, die sich schon lange mit Ökologie befassen, auch sehr ungeduldig sind und sagen, warum geht da nichts weiter? Wir haben tatsächlich im Jahr 2019, als Fridays for Future so bekannt geworden ist und so sich so weltweit ausgebreitet hat, habe ich mit dem Kollegen Peter Schubert gemeinsam haben wir gesagt, da müssen wir etwas tun. Wir müssen diese Bewegung unterstützen. Haben in Absprache mit Architects for Future Deutschland, die die Rechte an dem Logo besitzen und auch das Sieben-Punkte-Programm entwickelt haben, haben uns da angeschlossen und gesagt, okay, dann starten wir mal, ohne zu wissen, wo uns das hinführen will. Das Ziel, so wie ich es verstehe, ist nicht das, jeden Freitag irgendwo zu demonstrieren, dafür fehlt uns tatsächlich die Zeit, sondern in Gesprächen ein gewisser Nagel im politischen Fleisch zu sein. Das war eigentlich unser Ansatz. Ich gehöre zu denen, die seit Jahrzehnten ökologisches Bauen forcieren und machen. Man hat also immer das Gefühl, ja, da gibt es ein Leuchtturmprojekt und da gibt es was Innovatives, aber es sind immer Einzelprojekte. Und der berühmte Rollout, von dem wir heute ja schon gesprochen haben, der funktioniert nie. Und deswegen war mir irgendwann einmal klar, wir müssen
politischen Rahmenbedingungen schaffen, damit es funktioniert. Wir sind da, so wie ich das jetzt sehe, schon auf gutem Wege. Es passiert viel, es passiert in Wien sehr viel, wie wir gehört haben. Aber wir wollten einfach ein Zeichen setzen und wer Mitglied von Architects for Future ist, das wir definieren es so, dass wir sagen, es ist jener Teil der österreichischen Architekten- und Ziviltechnikerschaft, der sich aktiv für zukunftsfähige Architektur einsetzt, aber gleichzeitig eben auch das nötige Know-how dafür hat. Jetzt ist immer die Frage natürlich berechtigt, was kann man da fordern als Architects for Future? Es gibt das offizielle 7-Punkte-Programm, das in Deutschland verfasst wurde, das wichtige, aber klare Punkte enthält. Das ist zum einen Abriss kritisch zu hinterfragen, also mehr sanieren statt abreißen, nachwachsende, gesunde Materialien zu verwenden, an den Kreislaufgerechtigkeit zu denken, Recycling zu machen statt Downcycling. Da haben wir heute ja tolle Beispiele gesehen. Die Materialien in einer Stadt, die Materialkreisläufe als urbane Minen zu sehen und letztendlich Lebensräume für Menschen zu schaffen und einen möglichst biodiversen Lebensraum. Das sind die 7 Punkte, so wie sie in Deutschland entwickelt worden sind. Und dazu stehen wir und da versuchen wir in Gesprächen. Wir haben viele Gespräche geführt, auch mit der Bundeskammer der Architekten, die sehr erfreut waren über unser Engagement, gesagt haben, fantastisch, dass es das gibt, wir unterstützen euch. Wir werden sehen, wo uns der Weg noch hinführt. Dankeschön. Also ich glaube, jetzt haben wir einen guten Überblick darüber, wofür jeder von uns steht in dieser Runde. Ich würde gern diese Runde von den vorherigen Runden abgrenzen, indem wir sagen, niemand von uns ist aus der Beamtenebene, um das jetzt mal so zu sagen, wir können komplett frei denken. Wenn wir vorher darüber diskutiert haben, was ist möglich, können wir jetzt darüber diskutieren, was wäre in einer idealen Welt möglich. Also eröffnen wir jetzt einfach einmal die Perspektive und reden nicht darüber, was uns behindert, sondern was müssten wir eigentlich umsetzen. Und diese Frage möchte ich jetzt einfach mal in die Runde werfen. Aus Ihrer persönlichen Erfahrung heraus, aus Ihrem Expertenbereich heraus, was wären die 2, 3 Dinge, die man eigentlich sofort auf den Weg bringen müsste, wenn wir eben diese Reduktion des CO2-Ausstoßes erreichen wollen, also wenn wir unsere Klimaziele wirklich erreichen wollen, die wir uns gesetzt haben. I'd like to... put this into English as well. I would like to now talk about, from your view as an architect, in your field of expertise, talking about climate change, talking about reaching our climate goals, what are the most important things that will have to happen in the next couple of years? Does anyone want to answer this question first? Ist das ein Ja oder nein? Okay. Ich könnte mal sehr gerne beginnen. Die Frage war jetzt sehr spezifisch für Richtung Klimaschutz, CO2-Reduktion gestellt. Und ich bin ja fast ein bisschen mehr der Klimaanpassungsexperte, aber das schließt sich ja, wie wir heute auch schon gesprochen haben, gar nicht aus. Und wir haben erste Projekte, wo das alles kombiniert wird. Der STEP-Klima 2.0 für Berlin, der leider aus verschiedenen Gründen, wie unter anderem die Wahlen, die gerade stattgefunden haben, noch nicht fertiggestellt werden konnte. Der enthält zum Beispiel das Gesamtpaket. Und die Antwort auf die Frage, was mir jetzt persönlich da am allerwichtigsten eigentlich erscheint, ist, dass wir in den Städten quasi anfangen, umzudenken, und zwar integriert quasi vom Verhalten der Menschen, was wahnsinnig viel mit CO2-Ausstoß zu tun hat, was zum Beispiel Mobilität angeht, aber das eben integriert mit Zentrenstrukturen und dann unmittelbar mit Strukturen, Ausstattungen des öffentlichen Raums, in dem die Mobilität stattfindet. Also ich glaube, dass
Quartiere mit Zentren, ich mache mal die Klammer auf, 15 Minuten Stadt Paris, so, also man kann alles mit Fuß oder Fahrrad gut erreichen, dass die unfassbar gut beitragen, CO2-Ausstoß zu vermindern und gleichzeitig eben dieses ganze Thema der Mobilitätswende verknüpfen mit einer völlig neuen Benutzbarkeit der öffentlichen Räume, die dann wieder automatisch fast in Klimaanpassungsstrategien übergeht. Und das heißt also, ich würde eigentlich als erstes ran an die Ausstattung, also die Gestaltung freundlicher, nutzerfreundlicher, langsam mobilitätsfreundlicher Stadtstrukturen und dann direkt an mehrere Fliegen mit einer Klappe der öffentliche Raum in anderen Aufteilungen, was die Nutzer angeht, die Mobilitätsformen, viel mehr Platz für Fußgänger, Fahrradfahrer, Begrünung. Und dann haben wir eigentlich so ein Paket zusammen. Und leider ist das gleichzeitig das Schwierigste. Genau. Weil das ist auch der Punkt, der von der Öffentlichkeit am kritischsten gesehen wird. Das ist zumindest, was ich mitbekomme, in Wien eine große Angst. Nur noch ein Satz kurz zur Ergänzung. Was ich gerade gesagt habe, haben wir ja letztes Jahr am eigenen Leibe wahnsinnig gespürt durch die ganze Corona-Lockdown und so weiter Zeit. Wir hätten diese Räume da schon gebraucht, damit wir uns draußen bewegen, aufhalten können. Und insofern ist es noch eine Fliege mehr, falls mal wieder eine Epidemie kommt. Oder falls diese nicht aufhört. Ja. Ich würde das Ganze gerne ein bisschen größer sogar noch sehen, aber finde ich großartige Ansätze. Aber ich würde öfter gerne ein Ja hören. Und deswegen möchte ich schon auch den Brückenschlag wieder zurückschlagen, weil dieses, ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr viele gute Ideen gibt. Und ich glaube, dass es oftmals an dem Ja scheitert oder an dem eben Nicht-Ja. Es ist ja nicht immer ein Nein, sondern es ist dann oft ein... Das ist schwierig. Ja, es ist schwierig und zum Schluss entsteht ein lauwarmer Kompromiss. Und diese lauwarmen Kompromisse, ich glaube nicht mehr, dass wir die Zeit haben, jetzt sehr viel in diese Richtung zu gehen. Ich bin aber trotzdem wahnsinnig optimistisch. Also ich sehe sehr gute Ansätze. Trotzdem würde ich mir viel öfter ein Ja wünschen. Und ich glaube, dass sehr viele Kollegen, Kolleginnen, aber auch jeder von uns wahrscheinlich mit Ideen aufwarten kann, sodass ein Ja, glaube ich, sehr viel bewirken könnte. Ja, das ist ein guter Punkt. Also das heißt, wir brauchen eigentlich eine Geisteshaltung des Ermöglichens, statt dem, was wir alle irgendwie in uns haben, sich sofort zu überlegen, warum ist das nicht möglich, weil eigentlich will ich meine Geisteshaltung nicht anpassen, weil die ist schon seit 45 Jahren so, wenn man das mal so ausdrückt. Möchte ich da gleich ergänzen. Also ich glaube auch, dass das irgendwie was ganz Wesentliches ist, dass es ein Umdenken braucht in unseren Köpfen. Alles, was verfestigt ist jetzt über Jahrzehnte, wird nicht zu einer Transformation führen, die wir jetzt aber brauchen. Also es braucht die gesellschaftliche Transformation, es braucht eine Transformation der politischen Instrumente, der Rahmenbedingungen. Und eben wie in meiner Präsentation auch gesagt habe, ich glaube, es beginnt eben mit diesem ersten Schritt, dass man sich bewusst macht, was bedeutet das eigentlich, wenn wir realistischerweise diese Ziele erreichen wollen, die wir in allen Strategien drinnen stehen haben. Einmal gesetzt, ich will dieses Ziel erreichen und wie komme ich jetzt tatsächlich dorthin, indem ich nicht nur einen Sektor betrachte, nicht nur den Energiesektor, nicht nur den Mobilitätssektor, nicht nur die Gebäude, sondern wirklich alles gemeinsam in ihrer Wechselwirkung und sich dann bewusst macht, okay, da muss ich eigentlich in den nächsten 10 Jahren diese Maßnahmen setzen. Sonst erreiche ich diese Ziele nicht. Und das muss uns allen klar werden. Und ja, ich denke, das sind eben so erste Schritte, wie einmal eine Straße vom Verkehr frei zu machen. Das hat sowohl, betrifft den Verkehr, man kann dann auch überlegen, kann man hier energetische Maßnahmen setzen, kann man hier begrünen. Also das eröffnet das, das sieht das Ganze im Systemzusammenhang. Und das ist aber notwendig, diese Lösungen braucht man heutzutage. Es braucht nicht mehr einzelne sektorale Lösungen, sondern es braucht Lösungen, die in der Realität dann im systemischen Zusammenhang machbar sind. Ja. Und da müssen wir jetzt beginnen, weil sonst ja, ist es zu spät. Und das ist, glaube ich, was nicht sofort dann in die Umsetzung führt, aber zu einer Umsetzung dann mittelfristig führen muss,
Und deswegen ist eben dieser erste Schritt da, das Bewusstsein schaffen und dieses systemische Denken und wirklich in die Transformation kommen, so wichtig. Ja, danke, Tanja. Also das kann ich nur ganz stark unterstreichen. Ich wollte das so etwas Ähnliches sagen. Wir brauchen das Verständnis. Es war für mich diesen Sonntag ein Erlebnis, dass ich gesagt habe, die ganze Menschheit kann an einem halben Tag die Uhr umstellen. Und wir schaffen es nicht, in der Früh die Augen aufzumachen und zu sagen, anstatt von 12 Tonnen CO2 verbrauche ich jetzt nur mehr eine Tonne. Nicht einmal das Bewusstsein haben wir noch. Wir sind ja hier in einer Blase, hier in diesem Raum. Wenn wir rausgehen, dann muss man sagen, da draußen, da denkt nicht einmal jeder. Da sagt, was reden die über den Klimawandel, den existiert eh nicht. Heute hat es 1 Grad danach gehabt, es ist eh nicht so schlimm. Also das Verständnis hier zu bekommen und einfach alle miteinander gemeinsam daran zu ziehen und zu sagen, wir verändern etwas. Ja, natürlich haben wir gewachsene Strukturen, aber wir können auch nicht immer sagen, die Politik soll machen, die Städte sollen machen. Wir müssen das alle machen. Wir müssen uns eigentlich einmal an der Nase nehmen. Und da hast du ganz recht, Tanja, nur die Synergien funktionieren. Das heißt, wenn wir uns hier unterhalten, dürfen wir keinen Baum pflanzen, wenn es Geothermie gibt oder anstatt dessen oder versus, dann ist das der komplett falsche Weg, sondern ein gemeinsames und ein Miteinander. Und es kann auch nicht sein, dass wir noch immer diskutieren müssen, obwohl seit 10 Jahren eine Solargrüntechnologie am Markt ist, dass wir sagen, das Dach gehört aber nur der Photovoltaik. Die Begrünung hat da oben nichts zu suchen. Wir müssen das noch immer verteidigen und unsere Flächenkonkurrenz und logistische Barrieren gegenüber verteidigen. Das ist der falsche Weg, ja. Monika, would you like to add your points? What must be done? What could be done? I think we should start from the way that we inhabit the city, the way that we experience the neighborhoods. Often people take cars or private transport because distances are too long. That I don't have a place where I can walk to, going from a one interest place to another, or going from my local bread shop to my butcher's. I have to. It's just the distance is too long. I think one thing to really change, and in some ways in Italy it's working, is to create the local neighborhoods. I think that could be the first step to get people back on a lighter mobility, whether it's walking or whether it's biking, but definitely not driving between supermarkets or one strategic position to another strategic position. It's creating vibrant streets. For us, we are always starting from the idea also here in the office. What does it mean to live in the city and live in this neighborhood? Why do I need to go away? Why do I need to go away? I think in some ways, you definitely can see it from with the COVID, especially what happened in London, the areas of this mono-use that were completely isolated and people just taking a metro to buy a lunch because the restaurants and the bars were no longer open. So I think in some ways we should learn from it. That's the first thing where I would start from. I think there is also a little bit what we as designers can do in our processes. We often sell the project or we design the project, at least where I have been working in terms of cost and the payback. It's not necessarily still embedded the embodied energy or what does it mean to buy a cheaper material, because the cheaper material might actually be much more expensive. So I think this is a radical shift, also the way that we present the project to the clients, the way that we negotiate the cost of a building. Should it be just the cost of the material, or actually should cost many more things, and maybe it should be evaluated for the future come. If the building needs to be demolished, what is the cost of demolishment? Maybe that's something that should be included. Another thought, but this is something I think we are already improving on that.
we shouldn't design systems that are just switched on and switched off. Doesn't even matter if the people are present or not. I think it's just a waste of a resource. Think of, like, well, as I mentioned before, we're working in Singapore, where how does the Singapore work? At 8 a.m., the air conditioning is turned off, regardless if anyone is in the office. At 6 p.m., it's turned off. This is a waste of energy, literally, and it doesn't even mean that I am comfortable in the spaces that we are. So if we could design systems that are designed to respond to the actual presence or to the people preferences, I think many more people would think about the temperature they require. So maybe it's not 18 degrees, maybe it's more, or maybe sometimes you don't even need it. So it's something that we could do as a kind of almost like a collaborative approach. Imagine sitting on a meeting room and asking the people, how do you feel today? Are you cold? Are you hot? Can we change that? And this would actually lead back into the building system rather than something automatic on and off. Just three quick ideas, but I think these are the ones that we often discuss in the office, from the city to the building to our calculation of the building, the way that we value the building, the way we circulate the materials or we don't circulate the materials, and the embodied energy. Thank you. We already have a question from the audience. Hat es etwas mit den gerade besprochenen? Ja, dann würde ich Herr Schuller das ganz kurz einfügen, wenn es in Ordnung ist. Was ich als Laie, ich bin im Gegensatz zu den meisten hier kein Architekt oder im Baubereich tätig, ich bin Psychologe und Data Scientist, als Laie absolut genial fand, ist das Piktogrammsystem, weil wir hatten gerade die Änderung der Geisteshaltung quasi besprochen, dass es ein systematischer Wandel stattfinden muss auf politischer wie auch technischer Ebene, aber der mitgetragen werden muss von der allgemeinen Bevölkerung. Und dieses Piktogrammsystem schafft erstens Transparenz für Maßnahmen, die für die meisten in der allgemeinen Bevölkerung gar nicht wirklich verständlich sind, warum die stattfinden, wie die stattfinden. Wenn man das quasi nicht nur auf strategischer Ebene anwenden würde, sondern wirklich, sie haben es mit Bierdeckeln gemacht, ja, mit einfachen Methoden quasi in der Bevölkerung anbringen würde, dann wäre, glaube ich, eine breite Konsensbasis geschaffen für diese Änderung der Geisteshaltung. Und ja, das wollte ich einfach mal einbringen. Sehr interessant. Das ist mir ganz neu. Aber ich denke auch, dass es im Bereich Kommunikation große Defizite gibt, an denen man arbeiten muss und dass da durchaus eine Zusammenarbeit auch sich anbieten würde. Da haben wir eine Wortmeldung von Martin Berchtold. Ja, vielleicht nur so viel. Jetzt habe ich ja natürlich alles falsch gemacht und ein weißes Hemd angezogen. Wir haben im Büro natürlich alle T-Shirts, auf denen individuelle Logos, wir haben es dann abgeschaut, von Winterthur drauf sind. Und man könnte ja alles Mögliche machen mit Aufklebern, die man subversiv irgendwo subtil, nicht nur subversiv verortet. Und jeder fragt sich, was soll denn das Ganze? Und ich glaube, dass dieses Subtile durchaus auch eine Strategie sein kann. Das muss ankommen, also ich vertrete auch die These, dass das ankommen wird. Also man sieht das jetzt, was für eine Geschwindigkeit das allein in den letzten 1 bis 1,5 Jahren aufgenommen hat. Das wird noch heftiger werden und ich glaube so Kommunikationsstrategien auch so nicht ganz plumper Art oder banaler Art, sondern so ein bisschen hintenrum und so, da kann man sich wahnsinnig viel ausdenken und da wäre es schön, wenn dass nicht nur die Architekten und Stadtplanerinnen machen, sondern alle anderen auch oder vielleicht gerade alle anderen, weil uns gehen irgendwann natürlich auch so die Ideen aus unserer eigenen Blase aus. Ich glaube auch, dass das Bild sehr, sehr wichtig ist, weil heute Vormittag ging es darum, dass man die Thematik in einfache Worte fassen muss und manchmal ist ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Vielleicht ist das auch eine gute Richtung, eben wie bei Freiburg gesehen. Wir arbeiten sehr viel mit Grafiken.
Genau, also das sehen wir ja hier auch in unseren Ausstellungen, weil wir haben ja auch immer vor unseren Augen, dass wir mehr erreichen wollen als nur das Fachpublikum. Und da kann man wirklich sehr, sehr viel erreichen an Wissensvermittlung. Was ich mich jetzt nach all diesem Input frage, ist, es hat zwar geheißen, Wien braucht keine zusätzliche Strategie. Ah, Entschuldigung. Genau, die Frage, die zwei wichtigsten Dinge, die in den nächsten, sofort in den nächsten Jahr passieren müssen, Heinrich. Was ich glaube, ist tatsächlich eine Frage des Bewusstseins und wir werden uns gewisse Dinge einfach gar nicht aussuchen können. Ich bin ja jemand, der mitten in Wien wohnt und arbeitet. Und natürlich war es letztes Jahr im Zuge der Lockdowns in Wien sehr angenehm. Es waren die Straßen leer, es gab keinen Verkehr, die Luft war besser, es waren weniger Leute auf der Straße. Also man hat Wien zu der Zeit eigentlich ganz gut genießen können. Und das, was jetzt passiert, ist, glaube ich, eine Aufbruchsstimmung. Diejenigen, die sich's leisten können, nach dem zweiten, dritten, vierten Hitzesommer, versuchen jetzt aufs Land hinauszugehen, an die Stadträder zu gehen. Und die hier bleiben, sind diejenigen, die sich sozusagen ein Flüchten aufs Land gar nicht leisten können. Das ist eine Entwicklung, die uns, glaube ich, die nächsten 10 Jahre massiv begleiten wird. Also eine Art Landflucht. Gleichzeitig wird es aber auch eine andere Entwicklung geben. Das ist die Veränderung der Mobilität in der Stadt. Es kann uns passieren, dass in 8 Jahren es nicht mehr möglich ist, mit einem Verbrennungskraftfahrzeug im städtischen Raum unterwegs zu sein. Und das wird natürlich auch den Stadtraum sehr verändern und es wird uns Architekten die Möglichkeit geben, mit den Außenräumen ganz anders umzugehen, als wir das jetzt tun können. Also ich glaube, dass die Dinge, die in den nächsten, wenn man so will, 10 Jahren auf uns zukommen, wir uns gar nicht aussuchen können, sondern die werden durch die Entwicklungen geprägt, die da sind. Ja. Dankeschön. Ich würde eben gerne die Frage stellen, ob Wien nicht vielleicht doch eine neue Strategie braucht, und zwar eine, die der Zürichs ähnlicher ist, in der Hinsicht, dass bereits detaillierter festgelegt ist, was wo passieren muss. Wie sieht da in der Runde die Meinung dazu aus? Würde das helfen? Würde das eher behindern? Wie schaffen wir es? Im Grunde genommen geht es darum, es gibt viele fantastische Pilotprojekte, die auch sehr oft präsentiert werden, sehr oft gezeigt werden wie heute, die so eine richtige Aufbruchsstimmung vermitteln. Aber wie schaffen wir das tatsächlich, dass das im großen Maßstab ausgerollt wird? Also vielleicht darf ich da beginnen. Auf der einen Seite wollte ich nur sagen, also zur Bewusstseinsbildung, wir haben auch unseren Mugli, der ein mobiler Showraum ist und jetzt eine Zeit lang auch in der Neubaugasse gestanden ist. Dort kann man 14 Technologien an Bauwegsbegrünung angreifen quasi und besichtigen. Zum Thema, wie schaffen wir das und ob Wien eine neue Strategie braucht, das glaube ich nicht. Wir sind vielleicht auch nicht ganz mit Zürich zu vergleichen. Unser Zielgebiet ist in Wien in Favoriten. Das haben wir damals 2016 festgelegt, weil wir gesagt haben, das ist der größte Bezirk, wenig begrünt, was können wir dort erreichen? Und mittlerweile laufen da 20 Projekte, hat sich unheimlich geändert. Also alles, was heute gesagt worden ist, kann ich nur unterstreichen. Und die Stadt Wien ist fast in jedem Projekt dabei, arbeitet jetzt an einem Klimahub gemeinsam. Also das heißt, dieses auch magistratsübergreifende, das am Anfang gar nicht vielleicht so etabliert war, das ist jetzt schon sehr gut da. Und wir sind eine Stadt, die eine Urban Heat Island Strategie hat, einen Hitzeplan hat. Also ich denke mal, wir denken mehr in Bezirken. Und wir haben unsere Bezirksvorsteher und wenn ihr es in den Medien mitbekommen habt, gerade im 7. Bezirk, im 10. Bezirk, also die Bezirksvorsteher per se sind ja schon sehr unterschiedlich. Und wir sollten das vielleicht im Kleinregionalen separat sehen, weil jeder Bezirk hat auch ganz andere Einwohner und Einwohnerinnen bei uns.
Und vielleicht noch zusätzlich, entschuldige, nicht zu vergessen, Wien ist auch, also warum Wien komplett anders ist, wir haben 60% Sozialwohnungen. Also das hat keine andere Stadt. Ja, ich glaube nicht, dass ich die Frage abschließend beantworten kann. Ich habe schon lange und auch schon bei der Bearbeitung dieser Konzepte den UHI-Strat gekannt oder kennenlernen dürfen, halte ihn auch für ein sehr, sehr gutes Instrument, insbesondere weil er eben neben der Definition von Maßnahmen auch alle anderen Konzepte sozusagen, die es auch gibt, mit einflechten kann und sagt, eigentlich können wir das alles über verschiedene Dinge, die wir eh schon haben, lösen. Ich habe jetzt allerdings die Erfahrung gemacht, also dass es zum Beispiel den Zürchern, die auch eine Freiraumstrategie haben, auch ein Alleenkonzept, auch ein Quartierskonzept, sie haben alles, was man sich vorstellen kann, in der Schweiz ja sowieso, denen hat es wahnsinnig geholfen, dass jetzt aus Klimasicht und vor allem in diesem Prozess, der gelaufen ist, ich habe es ja vorher gesagt, über wirklich 4 Jahre eigentlich, dass sie da nochmal gemeinsam mit uns als Beratern sozusagen auf dieses Thema wo, was, also auf dieses Thema ganz raumkonkret, wo leiten wir unsere Anstrengungen hin? Wir können nicht überall alles machen, sondern wir müssen uns konzentrieren, was können wir als Stadt machen, was können wir den Privaten überlassen und so weiter. Das hat denen wahnsinnig geholfen, in dem Prozess Klarheit zu kriegen darüber. Und ich glaube, also ich finde faszinierend, was in Wien läuft, was jetzt heute auch schon mehrfach gesagt wurde. Ich kenne einige Leute, einige Projekte. Also ich finde es unglaublich wuselig und das sind alles sehr gute Dinge. Und ich glaube auch, dass in Zürich zum Beispiel einiges von diesen Pilotprojekten oder einfach mal machen oder Laborsituationen ganz gut wäre, wenn sowas da auch etwas mehr, wenn man sich da trauen würde, richtig rangehen. So, aber trotzdem könnte man natürlich auch eine Systematik reinbringen. Und also unsere Konzepte dienen eigentlich dieser Bewusstwerdung über eine breite Masse, Verwaltung, Politik und auch einer Systematisierung, damit die Ressourcen auch eingesetzt werden. Aber da ist natürlich nie Schluss. Und von diesen Strategien kommt noch kein einziger Baum in die Straße, muss man auch sagen. Da braucht es dann die Umsetzungskonzepte dazu. Und Punkt. Ich kann nicht abschließend antworten. Ich würde das noch ganz gerne kurz aufnehmen, was die Susanne gerade gesagt hat. Und zwar ist richtig, dass die Stadt Wien sehr viel Geld auch in die Hand nimmt, um Gemeindewohnungen bzw. geförderte Modelle zu errichten. Und da muss man schon sagen, dass die Qualität extrem hoch ist. Also da sehe ich sogar eigentlich gerade, was das gesamte Thema Klimaresilienz und Nachhaltigkeit betrifft, eigentlich wesentlich höher. Und das sollte eigentlich ein Gut sein, dass wir uns bewahren als Kommune, als im Privaten. Und deswegen würde ich eher noch schauen, dass wir genau diesen Sektor des privaten, des frei finanzierten Wohnbaus, wenn ich jetzt von der Wohnbausektion daher komme, dass wir einfach schauen, dass wir da noch viel mehr Anreize eigentlich als Stadt setzen, dass eigentlich der privat finanzierte Wohnbau oder der frei finanzierte Wohnbau eigentlich viel mehr wieder in die Qualitäten kommt, auch was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, wie es eigentlich jetzt schon der geförderte Wohnbau hat. Und da passiert zwar schon einiges, aber ich glaube, da könnte man noch mehr Anreize setzen, noch mehr mit Förderungen arbeiten. Und da sehe ich wahrscheinlich noch das größte Potenzial, wobei ich auch sagen muss, wir sind, was das betrifft, glaube ich, auf einem sehr, sehr hohen Standard, den wir hier schon in Wien haben. Ja, aber das ist etwas, das kann ich auch bestätigen, weil ich habe das wahnsinnig toll gefunden, eben was es in Wien für Projekte gibt. Aber jeden Abend, wenn ich nach Haus fahre, warte ich eine halbe Stunde an der U-Bahn-Station neben einem Gebäude, das gerade fertiggestellt wird, frei finanziert. Und die haben genau neun Bäume auf 9000 Quadratmeter Grundfläche, nicht Bruttogeschossfläche. Und einen 2 Meter breiten Rasenstreifen, weil das muss sein anscheinend, irgendwo, wo man überhaupt nicht benutzen kann. Und ja, also da ist irgendwie eine Diskrepanz da. Es ist mir schon klar, das ist jetzt sicher ein Projekt, das schon sehr lange läuft und da kann man nicht eingreifen. Aber für mich einfach als Stadtbewohnerin sind das zwei Perspektiven, die nicht zusammenpassen und da muss man sicher etwas machen. Also das ist nicht etwas, das nur die öffentliche Hand tragen kann. Da müssen alle mit
mitmachen. Ja, ich finde Zürich schon sehr vorbildlich. Also die waren auch relativ früh dran. Ich kann mich erinnern, schon fast 10 Jahre her, oder dass ich gehört habe, dass die zum Beispiel Fernwärmezonen definiert haben und berechnet haben, wo macht Fernwärme Sinn und wo sind Vorrangzonen und wo streben sie welche andere Energiesysteme an. Und man dachte, ja, da ist Wien noch ein wenig hinten nach. Also jetzt hören wir, dass sich Wien auch mit dem Thema beschäftigt, wie man vom Gas wegkommen kann und wie man Fernwärme nachhaltiger oder mit Erneuerbaren liefern kann. Also in vielen Bereichen würde ich schon sagen, dass es vorbildlich ist, was in Zürich passiert und auch an Planungen und Konzepten gemacht wird. Und ich glaube schon auch, dass es Wien gut tun würde, hier ein wenig mehr punktgenauer jetzt von die Strategien runterzubrechen und in Pläne zu gießen, in konkretere, kleinräumigere Pläne zu gießen. Weil eben Wien gerade diese Herausforderung hat, einerseits zu wachsen und andererseits eben die Lebensqualität zu erhalten und auch gerade durch die öffentlichen Gebäude und halt auch den Ruf, dass Wien leistbares Wohnen hat, was auch stimmt und was auch eine hohe Qualität ist. Aber durch diesen Anspruch ist es halt auch oft nicht möglich, so zu bauen, wie es optimal jetzt auch was Mikroklima angeht, wünschenswert wäre. Und diese Diskrepanz führt natürlich dazu, dass dann doch gerade in Randbereichen sehr dicht gebaut wird derzeit, alles zugebaut wird, was früher offene Flächen waren, was landwirtschaftliche Gärtnereienflächen waren. Und wenn ich mir dann anschaue, ja, wenn in gewissen Gebieten halt dann Fassaden begrünt werden, ist das gut. Aber dann im Vergleich zu dem, was auf der anderen Seite derzeit versiegelt und verbaut wird, muss man das auch in der Relation sehen. Und um das zu verhindern, würde ich mir manchmal eine mutigere und eine striktere Politik wünschen, die dann halt andere Vorgaben macht und nicht nur in einzelnen Gebieten versucht, positive Beispiele umzusetzen, sondern dann auch den Mut hat, den ersten Bezirk Verkehrs zu beruhigen oder in der Bauordnung umzusetzen, dass Begrünung gefordert ist, dass man die Bestandsgebiete angeht, dass man sich im Energiebereich ein bisschen mehr fordert, ja, dass schneller was weitergeht. Wien bemüht sich, also keine Frage, Wien macht viel. Aber wie gesagt, eben, dass es nicht nur Einzelprojekte bleiben und Vorzeige, Fokusgebiete, sondern dass es wirklich dann für die gesamte Stadt Wien gilt auch. Das sind gute Anregungen für die nächste Bauordnungsnovelle, wo wir heute schon gehört haben, dass die bald kommt. Es gibt eine Publikumsfrage. Ja, eine Anmerkung. Mir ist erst jetzt bewusst geworden durch die Vorträge, wenn es um Kommunikation geht. Und das ist wahrscheinlich das Schmiermittel, damit überhaupt Entwicklung in der Richtung möglich ist, für die wir hier alle stehen. Das sind diese Piktogramme. In dieser Dichte war mir das noch nie bewusst. Und da möchte ich nur hinweisen, dass wir in Wien mit Otto Neuraths Werk eigentlich in dieser Technologie von Kommunikation einen unheimlichen Fundus haben, wenn wir heute ins Wiener Wirtschaftsmuseum schauen. Und vielleicht ist das etwas, was in den nächsten Jahren auch wieder in dieser Stadt in verstärkter Form bearbeitet wird, also Kommunikation in bildlicher Form. Ich glaube, dass diese Piktogramme, die wir hier sehen auf Bierdeckeln und all diesen Dingen, das ist eine Möglichkeit, die sehr stark mit Vermarktung zu tun hat. Hier in Wien ist Wissen und Wissensvermittlung bei Otto Neurath und den Positivisten ein ganz wichtiges Thema gewesen, Volksbildung und diese Themen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das vielleicht auch ein Hilfsmittel ist, um eben diese Ideen in die Breite in dieser Stadt zu bringen. Das ist eine sehr gute Anregung und ich muss auch mich anschließen, das Wirtschafts- und Gesellschaftsmuseum ist ganz großartig. Ich war vor 2 Wochen das erste Mal dort, das kann ich nur empfehlen, bitte Führung machen. Okay. Ich möchte noch einen Themenkomplex aufmachen, bevor wir überziehen jetzt schon, diese Diskussion leider schon beenden müssen.
Und zwar das Thema Klimagerechtigkeit, das ein paar Mal angesprochen wurde, aber nie sehr detailliert. Also wie verhindern wir, dass es gerade die einkommensschwächeren Stadtbewohnerinnen sind, die jetzt schon unter, wie gesagt, der Lärmbelastung leiden, unter der höheren Dichte leiden und damit dann auch in späterer Folge unter den schlechteren klimatischen Bedingungen leiden. Gibt es da Überlegungen in Ihrer Arbeit? Ich kann gerne mal wieder anfangen. Also ich glaube, man muss einfach viel wissen. Also man muss wissen, wo die sind, wer die sind. Also das sagt sich so leicht irgendwie, die mit geringerem Einkommen. Oft ist es vielleicht ein gewisser Migrationshintergrund oder dergleichen. Aber ich glaube, man sollte sich ein gutes Bild darüber machen, mit wem man es zu tun hat und an welchen Stellen, und sollte das einfließen lassen, auch in die Frage, wo gehen wir denn mit welchen Handlungsansätzen und mit welchen Prioritäten einfach ran. Ich habe das versucht, vorher kurz zu erwähnen. In Zürich haben wir das wirklich gemacht. Das ist natürlich ein Politikum. Also es ist auch manchmal schwierig, solche Karten zu zeigen. Deswegen sind die meistens nur in den internen Abstimmungsrunden dann da, aber sie fließen trotzdem ein in Prioritätsgebiete. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz, weil die Gefahr ist tatsächlich sehr groß. Ich habe es vorher auch schon kurz angesprochen. Also das, was die lauten Verkehrstrassen waren, wo ganz viele Leute, die sich genau das eben leisten konnten, eben auch gewohnt haben mit allen Beeinträchtigungen. Das sind jetzt die heißen Gebiete und die noch heißer werdenden Gebiete. Das lassen also erste Analysen, demografische Analysen ganz klar erkennen. Also wenn man in Zürich da guckt. Und da muss man ran. Gibt es da in Wien auch Überlegungen, Susanne Formanek? Ja, also wenn wir von Begrünung sprechen, dann, und ein Immobilienentwickler plant an seinem Gebäude eine Begrünung, dann ist ja das nicht nur vorteilhaft für das eigene Gebäude, sondern das steht ja auch der ganzen Umgebung, der Gesellschaft, dem Mikroklima, dem Mesoklima eigentlich zur Verfügung. Das heißt, wir sollten eigentlich umdenken, und wir denken auch schon um bei uns. Der Herr Buschmann hat es heute eh auch schon gesagt. Also die haben ja, Klimafonds hat ja auch einen eigenen Green Finance Abteilung. Die EU-Taxonomie kommt, und da wird auch Biodiversität eine ganz große Rolle spielen. Wir beschäftigen uns sehr stark mit Crowdfunding. Das heißt, es müssen andere Finanzierungsmodelle her. Also wir basteln auch schon dran, die kommen sicherlich. Und in dem Fall muss jemand, der hier natürlich mehr oder wenig, sagen wir es einmal so, weniger klimaneutral agiert, weil klimaneutrale Gebäude ist ein ganz festgesetzter Terminus, die sollten quasi auch natürlich hier mit einzahlen für diejenigen, die brav was tun dafür, aber nichts davon haben. Also da muss eine Transformation bei uns stattfinden. Ja, also ich denke, es ist schon ein Thema, nämlich auch Begrünung bedeutet auch eine gewisse Aufwertung. Und wir haben derzeit auch ein Projekt, wo es darum geht, ob das Gentrifizierung nach sich zieht. Also bedeutet das dann, dass die Immobilienpreise steigen, weil das eben begrünt wird, dieses Quartier, und bedeutet das dann auch den Wegzug der einkommensschwächeren Schichten. Also schon ein Thema, was man bedenken muss. Aber eben genau in diesen Gebieten ist halt der Bedarf besonders groß, ja, in den Bestandsgebieten. Wir sind ja im 10. Bezirk mit Lila for Green gewesen, und das ist genauso ein Gebiet, eben dicht und große Haushaltsgrößen, einkommensschwache Haushalte, Migrationshintergrund sehr hoch. Und wie erreiche ich auch diese Gruppen? Ja? Also das sind halt die man zu Workshops nicht gewinnt. Ja? Erstens sind sprachliche Barrieren, zweitens haben die andere Probleme, dass sie sich mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzen. Also die muss man wirklich vor Ort in den Straßen, auf der Straße erwischen und mit einbeziehen und dann etwas machen, was sie für sie auch passt, ja, was nicht aufgesetzt ist, sondern wo sie dann auch sagen, ja, da kann ich nutzen, das brauche ich eigentlich, das ist was Öffentliches, also gerade eben im öffentlichen Raum, im Straßenraum, das ist was für sie nutzbar ist und nicht für eine kleine ausgewählte Gruppe.
ich glaube, so kann man auch die Einkommensschwachen oder die Gruppen erreichen, die sich sonst mit Klimawandel und mit Begrünung nicht auseinandersetzen würde. Ja. Ich glaube, wir haben aus dem Publikum eine Anmerkung oder Frage. Genau, ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Weil es gerade darum gegangen ist, wie geht man mit der sozialen Frage um? Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, wie Wien da reagieren wird, gerade in dieser Tradition der Stadt, die wir haben in Wien. Vor allem darum, wenn man auch die Cost of Inaction betrachtet, also wenn wir nichts tun würden, was Klimaschutz, aber auch Anpassung anbelangt. Und ich glaube, dass man das nicht an die Einzelpersonen delegieren kann, sondern ich glaube, dass es eine gesellschaftliche Fragestellung ist, die wir auch lösen müssen, alle miteinander. Ich sage jetzt immer, es ist so eine Investition wie Donauinsel, Gründerzeit und Hochquellenleitung, aber miteinander, die wir da stemmen müssen. Und die Frage, die ich habe ans Podium, wie sehen Sie das, wie muss man Stadtklimainformation zur Verfügung stellen, wie hätten Sie es gern als Architekt zum Beispiel, um gut damit arbeiten zu können? Dankeschön. Umso transparenter Themen gemacht werden, umso einfacher tun wir uns und deswegen, also tun wir uns gesellschaftlich, glaube ich auch, und deswegen ist auch ein bisschen auf die vorhergehende Frage auch noch so als Antwort, oder was heißt als Antwort, als Idee, ich glaube, da wird eh schon sehr viel gemacht, aber wahrscheinlich muss man noch mehr in diese Richtung der sozialen Durchmischung gehen, dass man einfach schaut, dass es eben nicht den klassischen Stadtrand oder Ghettoisierungen, schlimmes Wort, aber gibt, sondern dass man einfach wirklich schauen, dass wenn Quartiere neu entstehen oder wenn Quartiere aufgewertet werden, dass es eben nicht ein reiner Spekulationsanspruch ist, sondern dass man einfach wirklich schaut. Und ich glaube, dass wir auch hier schon ganz gute Stellgleise haben. Wahrscheinlich kann man da noch viel mehr machen. Aber das Thema der Ungerechtigkeit und auch der Transparentmachung ist eben meiner Meinung nach, dass wir schauen müssen, dass wir einfach wirklich alle Bevölkerungsgruppen zusammenbringen und auch zusammen an einem Ort leben lassen. Und zwar flächendeckend über Wien oder über die Stadt gesehen. Und da sehe ich eigentlich das meiste Potenzial, dass einfach Themen dann auch transparent gemacht werden, wenn man damit konfrontiert ist. Ich finde, das waren jetzt ein paar sehr schöne Wortmeldungen, sowohl vom Panel als auch vom Publikum. Und so leid es mir tut, ich würde dieses Panel jetzt beenden, weil wir nämlich noch einen sehr großen letzten Programmpunkt heute haben, und zwar um 19 Uhr den Keynote-Vortrag von Camilla van Deurs, der Stadtarchitektin von Kopenhagen. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die Teilnahme bei Ihnen allen. Es war ein sehr, sehr spannender Tag, ein sehr spannendes Panel. Es gibt jetzt noch die Gelegenheit, ein bisschen Luft zu schnappen, sich noch einen Kaffee zu holen oder auch ein Bier und hier ein bisschen durchzulüften, bevor es um 19 Uhr weitergeht. Dankeschön. Vielen Dank.